Und damit willkommen zurück zu Nier Automata. Wir spielen mit einer Maschine und setzen an dem Punkt an, wo unser Abenteuer mit 2B geendet hat. Ich kann nicht angreifen, ich kann nur springen. Und ich bin schon ein wenig irritiert, hier von Brüdern zu hören unter Maschinen. Definitiv nicht der Anfang, den ich mit 9S erwartet hatte. Oh je. Ja, super. Wenn man versucht, sich die Umgebung anzuschauen. Man sollte vielleicht lieber versuchen, den Eimer rüberzukriegen. Doesn't matter how much oil you give him, little guy. You can't make a machine your brother. Well, looks like it's time. Operator 210 to Unit 9S. Come in, 9S. 9S here. Go ahead. The Yorha troops have commenced their descent. Disable the enemy base's defense systems immediately. Roger that. Alert. Defense systems cannot be reached from the ground. Alert. Proceed. Was zur Hölle ist denn jetzt los? 9S, letzte Worte waren, mein Interesse an der Maschine ist zu groß, ich ziehe los, um sie zu studieren. Dann wurde er nie wieder gesehen. Hey, ich wollte mich nur kurz hier umschauen. Ja gut, ansonsten habe ich gerade gesehen, dass wir leider dieselben Items haben, die wir auch bei unserem letzten Playthrough hatten. Also, was heißt denn leider? Also, glücklicherweise zum Teil, aber zum Teil auch nicht glücklicherweise, denn damit fehlen uns auch zum Beispiel alle Items zum Erholen. Ja, cool. Bin ich jetzt dadurch wirklich gestorben? Ende AG. Ja, super, Leute. Das war das nächste Ende von Nier Automata. Immerhin. Haben wir nach 5 Minuten jetzt schon wieder was erreicht.
Wahrscheinlich kann man auch das Ende sehen, wenn man den BS-Chip entfernt, mit dem man quasi einfach lebt. Sollte ich vielleicht auch beim nächsten Mal ausprobieren. Aber nee, das heben wir uns für ein andermal auf. Okay, gut, dann sehen wir nochmal ganz kurz diesen Part. Gut zu wissen, dass wir hier nicht eine Maschine spielen werden. Wobei ich es auch interessant gefunden hätte, hier 9S zu steuern, während er quasi in den Maschinen sich wiederfindet. So, jetzt sind wir auch ein bisschen schlauer. Und das, was wir gerade eben gesehen hatten, das war eigentlich der Anfang von Nier Automata. Also wir haben ja die 6 oder 7 Flieger gesehen, in Anführungszeichen. Das war ja quasi der Anfang von dem richtigen Spiel. Was ich halt interessant finde, ist zum Beispiel, wie sich die Demo gefügt hat. Die Demo war ja quasi unmittelbar, nachdem man mit dem Flugzeug abgestürzt ist, in Anführungszeichen. Sieht man 9S von hier aus? Leider nicht, glaube ich. Gut, springen werde ich nicht. Auch wenn das ein bisschen schneller ginge. So, aber wir können das überspringen. Operator 210 to Unit 9S. Come in, 9S. 9S here. Go ahead. The Yorha troops have commenced their descent. Disable the enemy base's defense systems immediately. Roger that. Okay, es fängt schon ein bisschen anders an. Vom Aufbau her ähnlich. Klar, die Storystränge verlaufen ja sehr parallel. Aber alles ist schon höher gelevelt. Ganz, ganz kurz. Ach, schade. Ich kann nur pausieren. Ich würde gern wissen, ob ich die Chips habe, die ich bei 2B hatte. Defense systems to give our attack squadron a chance. You have 4 targets that need to be hacked. Be advised that hostiles have been detected around each target and must be defeated before continuing. Ich will da mal Dreieck drücken und sehen, was passiert. Target is now accessible. Yeah, yeah. One affirmation will suffice. Fine. Okay. Oh, ich habe eine Maximalzeit zum Hacken.
Und abgeschlossen. Hacking complete. Proceed to the next target. Na, auch hier kann ich nur pausieren. Ja, okay, gut. Das mit den Chips regelt sich dann wahrscheinlich gleich. Oh oh. Okay. Ah, die kriegt man auch übers Hacken kaputt. Gut zu wissen. Oh mein Gott. Ja, mit euch habe ich nicht gerechnet. Das ist echt das Kampfsystem, Lobo. Ich muss gerade sagen, das ist nicht so interessant. Also der eine Kampf gerade eben. Oh, falscher Weg. Ich dachte, vielleicht findet man hier irgendwelche Items oder so. Bei Deus Ex zum Beispiel ist es so. Da kannst du beim Hacken Boni freischalten. Also zumindest bei Human Revolution, Mankind Divided, habe ich nicht mehr gespielt. Spricht ja übrigens auch eine ähnliche Thematik an wie Nier. Nur finde ich auf einer viel... Man möchte es jetzt nicht qualitativ schon mal beurteilen, aber auf einer anderen Ebene. Ich muss sagen, Nier spricht das alles schon sehr abstrakt an. Und es gefällt mir auch, weil bei dieser Thematik, da muss man abstrakt denken. Hallöchen! Stimmt, Nahkampfangriffe. Oh, oder Hacken. Oh, oh, komm schon, komm schon, komm schon. Okay, coole Sache. Dadurch werden die Kämpfe definitiv ein bisschen anders. Konnte ich als 2B auch hacken oder hatte ich da andere Fähigkeiten? Also hatte ich die Fähigkeit überhaupt nicht. Ja, nein, es ist schon ein sehr eigenwilliger Typ. Gerne auch mit seiner Meinung präsent, gefällt mir. Wird interessant, ihm mal in den Kopf zu gucken jetzt bei dem Abenteuer. Hey! Okay, also mit dem Hacken ist es ja richtig easy. Im Moment. Bäm, einfach durchfressen. Als wäre das so ein schönes Lebkuchenhaus. Whatever means available.
So, mein Lieber, was willst du denn bitte? Tschüss. Yorha has entered the base. However, there is only one unit remaining. Ooh, must have been rough out there. The enemy's defensive weapon is making things more difficult than we estimated. Oh, hier kann ich leider nicht hacken. Oder? Doch, kann ich. Wow. Get a load of that thing. Firing missiles. Better make sure he's actually dead next time. That was dangerous, man. You're 2B, right? My name's 9S. I'm here to provide support. Copy that. So, was that big old buzzsaw the Goliath you came here to take out? No, just another defensive system. Oh, well, I guess we have to find the target then, huh? I've got a flight unit, so I'll take a look around the perimeter. All right. I'll work my way inside from the ground. Ja, gewisse Teile müssen wir ja sowieso überspringen. Rein storymäßig, weil ich überlege gerade, wie der Verlauf ist. 2B? Ma'am? What is it? I was going to send you the map data I collected earlier. Do it. Ich überlege ja gerade, wie der Verlauf des Let's Plays sein wird und... You know, ma'am, I'm glad you're here. Why? Scanners like me mostly work alone. Scouting out enemy lines and all that. I don't usually get a partner. It's kind of fun. Emotions are prohibited. Sorry, ma'am. And another thing. Stop calling me ma'am. Huh? It's unnecessary. All right, then. 2B it is. Ja, zum Beispiel gibt's ja den Part, wo 9S dann quasi ja ausgenockt ist und wo wir ihn als 2B finden müssen. Ja, ich glaube aber, dass man schon so viel Neues mitbekommen wird, dass man schon das als gesamtes Let's Play nochmal sehr interessant finden wird. Hey. Weil jetzt geht es ja um die philosophische Seite des Ganzen. This place sure is big. I guess humans used to use it as a weapons factory. But now it's just crawling with machines. The enemy seems to have repurposed the facility to increase their overall machine production. So if we don't destroy it, they'll just keep coming. It's just accessing random, nonsensical data from the old world. There's no actual meaning behind anything machines do. Es ist vor allem interessant zu wissen, wie die am Anfang gesprochen haben, weil man ja jetzt ein bisschen mehr kennt, was Maschinen halt wirklich denken oder so. Und da wissen wir ja, dass es durchaus welche gibt, die tatsächlich denken können. I surveyed the entire factory, but couldn't find anything resembling our target. Maybe they, I don't know, moved it somewhere? Is that... You mean the birds?
Yeah, there's more plants and animals here than there used to be. Probably because the environment's changed. There should be another facility across that bridge. It's a bit of a hike, but should we check it out? It's not like Command to get a location wrong. I guess even they get bad intel from time to time, huh? I wouldn't bet on that. The target enemy. We have to help her. Let's go! To me! Okay, das ging schon mal viel früher, viel schneller hier mit dem ersten Bereich. Vulnerabilities and penetration path detected. Displaying on HUD. I'll hack this thing and weaken it. Ja, der Fortschritt vom ersten Level ging schon sehr viel früher. Sehr viel schneller. So, let's go. Okay, das war schon ein bisschen kniffliger. Zumindest wurde ich ein paar Mal getroffen. Oh mein Gott. Ich kann nicht dashen, ne? Yes! Datensysteme von 9S beschädigt. Schalte auf Offline-Modus um. Vor allem, dass man überhaupt nichts hört. Voice functionality recovered. External sound input confirmed. Also die Entwickler wagen sich schon was, ne? Die sind schon mutig, was sowas angeht. I have to repair him. Hod, get me staunching gel and logic virus vaccines. Then access the... Inadvisable. The subject's vital signs are too poor to attempt field repair. Shut up! Just do what I say! To be... Just go. You shut up too! We're soldiers. We take pride in our service. HO-229 flight unit,
Command 677 received. Usage rights transferred from 9S to 2B. Requesting acknowledgement. Please. All right. Engaging. Okay, wenn man anvisiert, dann schießt er aber nicht ganz so präzise. Deswegen lieber so schießen. Die Streuung ist dann viel größer. Okay, gut. Ich finde es interessant. Sie haben sich ihre Gedanken gemacht, wie sie das haben wollen. Mit den alternativen Pfaden, die die Charaktere nehmen. Ich kann mich sogar bewegen, okay. The control on the enemy's upper arm. Use your pod. Should be able to take it over. I told you to shut up! Successfully commandeered the enemy unit. Continuing support. Upload 2B's memory data package. Alert. Memory data for Unit 9S has not yet been updated. It's fine. Upload 2B's data first. Affirmative.
Talk about bringing the battle to them. Ought to be. Contact command. Request assistance. No. It doesn't look like that's going to be necessary. Oh, great. I don't imagine that this is going to end well. The black box. It's ready. Right. Requesting destruction of enemy hostiles via black box reaction. Request accepted. Doobie, it was an honor to fight with you. Truly. The honor was mine. Ja, Leute, danke, dass wir Nier Automata gespielt haben. Nein, es geht jetzt natürlich weiter. Ich finde den Perspektivwechsel interessant. Okay, jetzt sind wir direkt als 9S hier. She's probably waiting in her room now. Nee, nicht pausieren. Ja, und hier kann ich mir ein paar Erholungen immerhin holen. Das machen wir auch mal direkt. Ja, also ich finde es interessant, den Ansatz, das von den anderen Perspektiven her zu sehen. Ich muss sagen, spielerisch finde ich die neuen Elemente nicht so cool. Das Hacken und das Schießen mit dem Pod, gut, das war jetzt eine Ausnahme. Das hatten wir beim Bosskampf gegen Eva auch. Aber ich muss mal schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Könnte doch interessant werden. Ich würde sagen, wir pausieren an der Stelle hier mal. Speichern dürfte möglich sein. Jawohl. Ja, schnell speichern. Also dann ist auch Speichern möglich. Und machen beim nächsten Mal an der Stelle hier weiter. Also Leute, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr Spaß hattet, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Nier Automata. Nier Automata. Jetzt habe ich es richtig. Macht's gut.